Boxen, Karate, Judo oder Ringen, die verschiedenen Kampfsportarten sind in der Schweiz ziemlich bekannt und beliebt. Immer mehr im Kommen ist jetzt aber MMA, Mixed Martial Arts. Das ist nämlich gerade eine Kombination aus verschiedenen Kampfkünsten. Besonders in Amerika hat Mixed Martial Arts in den letzten Jahren immer mehr an Popularität gewonnen. Und dorthin, genauer gesagt nach Las Vegas, geht jetzt auch ein Kämpfer aus der Zentralschweiz. Der Peter Mettler trainiert schon seit 8 Jahren MMA und versucht jetzt den Sprung an einem Casting in Übersee. Ich gehe an ein Tryout, bewirbe mich ums Mitmachen an der Fernsehsendung «The Ultimate Fighter». Und ich machen einfach, was immer von mir verlangt wird. Ich muss Grappling vorzeigen, also Griffkampf. Ich muss mein Boxen vorzeigen. Ich muss eventuell auch einen Kampf machen. Aber ich weiß es nicht. Und eben, ich probiere, was auch immer kommt, das Beste daraus zu machen. MMA, wie hier bei einem Endkampf von Peter Mettler, sieht für Außenstehende ziemlich brutal aus. Für die Kämpfer ist das aber nicht so. Totale Körperbeherrschung und viel Training sind der Grundstein für einen erfolgreichen MMA-Kämpfer. Wenn das stimmt, sei ich als Verletzungsrisiko klein, wie der Peter Mettler sagt. Für den 23-Jährigen dreht sich alles in seinem Leben um den Sport. Am meisten fasziniert mich am MMA, dass du alles können musst. Du musst alles im Körper trainieren. Du musst deinen Körper auf jede Art ausdrücken. Du musst vom Zehen bis zum Haaransatz überall Kraft haben. In jeder Situation, egal wie vertraut bist. Du musst beweglich sein, du musst Ausdauer haben. Und du hast einen mentalen Aspekt, der unübertroffen ist. Du musst nicht nur immer konzentriert sein, sondern du musst konzentriert sein, während ein hochtrainierter Athlet probiert, dich zu besiegen und dich zu schlagen und zu rühren. In der Gewichtsklasse bis 62 Kilo versucht Peter Mettler in Amerika zu überzeugen und seinen Sport so auch in der Schweiz bekannter zu machen. Auch wenn Mixed Martial Arts hauptsächlich in den Staaten erfolgreich ist, hat der Sport auch in Europa einen geschichtlichen Hintergrund. Die Idee davon ist sehr alt, hat es auch schon als Pankration gegeben bei den Griechen, aber ist jetzt wieder auferstanden unter eben dem Label MMA. Und es ist dort sehr verbreitet. Es ist der zweitgrößte Sport inzwischen nach American Football. Genau. Es ist ein Milliardenunternehmen, die UFC. Jedes Kind kennt es. Und das wird auch auf Europa noch kommen. Er wird den ersten Schritt für die Verbreitung des MMA in Las Vegas machen. In dieser Woche entscheidet sich, ob er an der Fernsehshow in Amerika darf teilnehmen darf und so als Zentralschweizer die grosse Kampfwelt kann erobern kann. Mit diesen eindrücklichen Bildern entlassen wir Sie jetzt in Montagabend. Falls Sie eine von unseren Sendungen verpasst haben, auf tele1.ch können Sie die alle anschauen. Jetzt wünsche ich ganz einen schönen Montagabend. Bis gleich. Ade miteinander.